Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten wissenschaftlichen Video. Heute möchte ich euch den Impfstoff von BioNTech Pfizer vorstellen. Ich bin der Meinung, dass jeder von euch sämtliche veröffentlichte Informationen bekommen sollte, sodass ihr eine auf wissenschaftlicher Basis fundierte Entscheidung treffen könnt, ob ihr euch impfen lassen wollt oder nicht. Ich bin auch der Meinung, dass eigentlich diese Information von der Regierung, dem RKI, dem Gesundheitsministerium oder kommen sollte und nicht von mir. Stattdessen wird aber eigentlich nur diskutiert, wer oder welche Gruppe zuerst den Impfstoff bekommt. Deswegen, als Wissenschaftlerin fühle ich mich daher in der Verantwortung, euch aufzuklären, was das für ein Impfstoff ist. So, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Dr. Vanessa Schmidt-Krüger. Ich arbeite seit 20 Jahren in der molekularen Medizin, der Grundlagenforschung. Im Speziellen bin ich Zellbiologin und beschäftige mich intensiv mit der funktionalen Aufklärung von einer bestimmten Proteinfamilie, die an den Prozessen im Nervensystem als auch am menschlichen Stoffwechsel beteiligt sind. Und Defekte dieser Proteine führen zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, ADHD, Schizophrenie, aber auch zu Stoffwechselstörungen wie Diabetes und Fettleibigkeit. Ich bin Expertin darin, welche und vor allem auch wie regulatorische Prozesse in der Zelle stattfinden und ablaufen. Dazu gehören, wie die Zellen miteinander interagieren, was für eine Funktion die Zellen im Gewebe besitzen und wie die einzelnen Organe im Körper miteinander kommunizieren. Ich kann somit schnell ableiten, was mit einer Zelle passiert, wenn fremde Substanzen in ihr eindringen und wie dann der Körper darauf reagiert. In meiner Präsentation zeige ich euch zunächst, was das für ein Impfstoff ist. Dann stelle ich euch die klinische Studie Nummer 1 vor, sowohl die Wirkung als auch die Nebenwirkung. Die Studie Nummer 3 kann ich euch leider nicht vorstellen, weil die noch nicht veröffentlicht ist. Das hole ich aber nach, sobald sie rauskommt. So, ich lasse aus der Klinik 1 Studie, aus dem Manuskript nichts aus. Ja, alle Bilder werdet ihr heute sehen. Aber aus der Klinik 1 kann man eigentlich schon recht viel erfahren. Danach erkläre ich euch die neue Impftechnik, wie einige Vor- und Nachteile dieser Technik. Zum Schluss zeige ich euch dann auch noch Schritt für Schritt, was genau im Körper bei euch passiert, wenn ihr euch impfen lassen solltet oder wenn der Impfstoff einfach in den Körper reingespritzt wird. Durch die gesamte Präsentation werde ich regelmäßig und auch da, vor allem wo es erforderlich ist, kritische Fragen stellen oder auch selbst wissenschaftlich Kritik äußern, da ich selbst auch an Gutachten für wissenschaftliche Manuskripte arbeite und auch erstelle, bin ich darin bestens auch geübt. Mein Video ist nicht kurz, sorry dafür, aber ich habe versucht, meine Sprache sehr einfach zu halten und alles auch mit Bildern zu erklären, deswegen wird es halt dementsprechend auch länger. Ich möchte aber auch, dass ihr alles versteht. Sollte es nicht der Fall sein, könnt ihr unten in meinen Kommentaren reinschreiben, Fragen und dann kann ich auch antworten. So, okay, genug geredet, fangen wir an. Ich werde mich dafür jetzt aus dem Bild nehmen, damit ihr auch die gesamte Folie sehen könnt. So, los geht's. So, fangen wir an. Das ist das Titelblatt der Studie, die ich jetzt vorstellen werde. Es geht um die Sicherheit und immunogene Aktivität von zwei RNA-basierten Covid-19-Impfstoffen. Publiziert wurde es am 14. Oktober diesen Jahres im Journal, The New England Journal of Medicine. Das sind hier die ganzen Autoren. Der Sponsor ist BioNTech. Und die Studie wurde designt, durchgeführt und interpretiert. Und die ganze Auswertung, alles von Pfizer. Was für Impfstoffe wurden hier verwendet? Und zwar geht es um zwei Impfstoffe gegen SARS-CoV-2. Und zwar der eine heißt BNT162b1 und der andere BNT162b2. Die Transfertechnik, die benutzt worden ist, ist in der Fachsprache einmal Lipid Nanoparticle Formulated Nucleoside Modified RNA. Und da gehe ich später nochmal am Ende der Studie darauf ein, was das überhaupt ist und was für eine Technik dahinter steckt. Dies ist der Lebenszyklus von SARS-CoV-2. Links oben seht ihr das Virus. In blau dargestellt ist das Genom, die RNA. Dann hat es eine Lipidhülle. In dieser Lipidhülle sind verschiedene Proteine eingelagert, integriert, unter anderem auch das Spike-Protein. Dieses Spike-Protein bindet den ACE2. Das ist das Angiotensin-Converting Enzyme 2, welches von der Zelle produziert wird. Nur Zellen, die ACE2 produzieren, nur da können die Viren andocken. Wenn es einmal angedockt hat, dann wird es aktiv von der Zelle aufgenommen. Hier seht ihr das Virus in einer Lipidhülle. Diese Lipidhülle kommt ursprünglich dann von der Zellmembran und wird dann später aufgelöst, sodass das RNA-Genom freigesetzt wird. Und hier sieht man auch, hier kann man auch
deutlich verstehen, dass das Virus ohne eine Wirtszelle nicht existieren kann, weil das Genom vom Virus ist so klein, es hat nicht die Kodierung und den Aufbauplan für alle Proteine, welches es braucht, um sich zu vervielfältigen. Dafür nutzt das Virus den kompletten zellulären Apparat der Wirtszelle aus. Und zum einen wird dann die RNA vervielfältigt und zum anderen werden auch die viralen Proteine hergestellt. Die werden dann zusammengebaut als ein neues Viruspartikel und dieses Viruspartikel wird dann an die Zelloberfläche transportiert und dann freigelassen, um neue Zellen zu infizieren. Was für Impfstoffe wurden verwendet? Fangen wir an mit BNT162b1. Die beiden Impfstoffe unterscheiden sich ausschließlich nur in der RNA und B1 hat eine RNA, die die Anleitung für den Bau der Rezeptorbindedomäne des Virus Spike-Proteins kodiert. Und zwar, wenn man jetzt das Spike-Protein hat, und dann habe ich das hier nochmal größer aufgezeichnet, links, das Spike-Protein besteht aus drei Untereinheiten, also einmal hier 1, 2 und hinten 3. Und die sind zusammen als ein Komplex. Und alles, was die RNA kodiert, ist nur der obere Teil, der grüne Teil. Das ist die Bindedomäne, das ist die Domäne, die an den ACE-Rezeptor bindet. Und wenn man die alleine produzieren würde von der RNA, würden sie in ihre Untereinheiten zerfallen. Die würden nicht als Triplex zusammenhängen. Das ist aber in der Natur des Virus so, dass die hier zu dritt hängen. Deswegen hat man den Teil hier unten künstlich gemacht. Und das war künstlich mit der T4-Fibritin-Fullendomäne. Das ist eine Domäne aus dem T4-Bakteriophagen. Und ein Bakteriophagen ist im Prinzip ein Virus, welches ein Bakterium infiziert. Und mittels dieser T4-Fibritin-Fullendomäne, welches dann am anderen Ende die Rezeptorbindedomäne aufweist, kann das Ganze als Triplex zusammenhängen. Und sieht sozusagen des natürlichen Spike-Proteins, zumindest hier in der Bindedomäne, relativ ähnlich. Und je ähnlicher die Antigene sind, also das Ganze ist ja dann das Antigen, was dann gespritzt wird, desto spezifischer werden dann auch die Antikörper, die dagegen produziert werden. Als zweiten Impfstoff, den B2, hat man als RNA die Anleitung für den Bau des kompletten Spike-Proteins genommen. Also sozusagen wird das komplette Spike-Protein synthetisiert. Es findet auch als Triplex statt. Das Einzige, was sie gemacht haben, die haben noch zwei Prolin-Mutationen eingebaut, sodass das Protein in der Präfusionskonformation bleibt. Das Ding ist, wenn dieses Spike-Protein hat eine 3D-Struktur. Und diese 3D-Struktur verändert sich, sobald es an den Rezeptor ACE bindet. Einmal ist es die 3D-Struktur, die in der offenen Form, das müsste dann die Präfusionskonformation sein. Und dann, wenn es bindet, dann ändert sich die 3D-Struktur in die geschlossene. Und wir wollen natürlich dem Virus, dem natürlichen Virus, welches noch nicht gebunden hat, sehr ähnlich sein. Deswegen zwingen wir dieses Protein in der Präfusionskonformation zu bleiben. Kommen wir nun zum Aufbau der Studie. Es handelt sich um eine Klinik 1 Studie, das heißt, die Impfstoffe wurden zum ersten Mal experimentell an Menschen ausprobiert. Es haben sich 332 freiwillige Probanden gemeldet. Die wurden zuvor erstmal gescreent und aussortiert. Also alle Probanden, die zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Krebs haben, HIV-positiv sind oder Hepatitis-positiv, die schwanger sind oder zuvor schon mal mit dem SARS-CoV-2 in Verbindung kamen, die wurden alle aussortiert, sodass nur noch gesunde Probanden übrig blieben. Das waren insgesamt 195, die wurden auf zwei Gruppen verteilt. Einmal die eine Gruppe hat den ersten Impfstoff gekriegt, die zweite Gruppe den zweiten Impfstoff. Dann wurde jeweils die Gruppen weiter unterteilt in eine jüngere von 18 bis 55 Jahren und eine ältere 65 bis 85 Jahren. Und dann analog wurde davon jede Gruppe weiter unterteilt. 12 Personen haben 10 Mikrogramm des ersten Impfstoffs gekriegt, 12 Personen 20 Mikrogramm, 30 Mikrogramm, 100 Mikrogramm. Dann haben 3 Personen für jede Gruppe ein Placebo gekriegt, das heißt 4 Gruppen mal 3 haben
12 ein Placebo kriegt und die alle haben jeweils zweimal eine Spritze gekriegt mit der jeweiligen Konzentration. Und wenn ich, bei den Älteren ist es genauso, da haben 12 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm, 30 bekommen. 100 Mikrogramm wurden hier weggelassen, deswegen drei Gruppen A3 Placebo, gibt es dann 9 Placebo-Personen. Und auf der rechten Seite beim Impfstoff 2 analog, das heißt nur, dass hier diese 100 Mikrogramm wurden weggelassen. Was man bei diesen Studien, bei den klinischen Studien grundsätzlich immer macht, ist eine Gegenüberstellung der Zusammensetzung von den Probanden nach Alter, Geschlecht, welche Ethniken sie angehören. Zum Beispiel, also in der Studie war das so, dass gerade bei den Älteren war anteilsmäßig mehr weibliche als männliche Probanden da. Bei den mittleren, jüngeren war das ungefähr ausgeglichen und überwiegend 85% waren weiße. Und dann gab es noch einige andere schwarze, Asiaten, lateinamerikanische Leute. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das ist schon wichtig, weil der genetische Hintergrund hat schon eine große Bedeutung bei klinischen Studien. So, kommen wir nun zum ersten Ergebnis der Studie. Die Reihenfolge, wie ich es präsentiere, ist genauso, wie es im Manuskript niedergeschrieben ist. Und zwar fangen die an mit den Nebenwirkungen an der Injektionsstelle. Das ist eigentlich im Prinzip grundsätzlich so, dass man in diesen Manuskripten erst das ganze Negative schreibt und dann zum Schluss das als Positive, sodass das Positive zum Schluss in Erinnerung bleibt. Naja, jedenfalls das erste Bild, die Nebenwirkung an der Injektionsstelle. Und zwar, wie ist das hier aufgebaut? In der oberen Reihe haben wir die jungen Leute, in der unteren Reihe haben wir die älteren. Hier geht es nur um Impfstoff Nummer 1, also BNT162b1. Und auf der linken Seite haben wir immer die Nebenwirkung nach der ersten Dosis und dann auf der rechten Seite die Nebenwirkung nach der zweiten Dosis. Die zweite Dosis findet 3 Wochen nach der ersten Spritze statt. Dann haben wir hier Pain at the Injection Site. Ich habe das hier auch alles nochmal übersetzt auf der rechten Seite. Das heißt, das sind die Schmerzen an der Injektionsstelle. Die wurden in 4 Kategorien eingeteilt. Das sieht ihr hier in mild, moderat, schwer und Grad 4. Also mild bedeutet keine Aktivitätsbeeinträchtigung, moderat stört die Aktivität, schwer, also die Schmerzen, verhindern tägliche Aktivität und Grad 4 ist Notfallaufnahme und Krankenhaus. Und dann hast du hier unten die ganzen, den Farbcode. Wie man sieht, also hier 10 Mikrogramm wurde gespritzt, 20, 30 oder Placebo. Und je höher die Dosis war, desto stärker waren die Nebenwirkungen. Die waren überwiegend im grünen, im milden Bereich, also es gab Schmerzen an der Injektionsstelle, die dann mit höherer Dosis in den nächsthöheren Bereich gegangen sind. Also es stört auch die Aktivität. Das heißt, man kann den Arm nicht so einfach heben, weil man hat Schmerzen. Das zweite ist Redness, das ist die Rötung. Und das dritte ist Swelling, das ist die Schwellung. Da ist die Einteilung folgendermaßen. Das mild wäre eine Rötung und Schwellung, die sich zwischen 2 und 5 cm Durchmesser ausbreitet. Moderat wäre schon über 5 cm bis 10 cm. Schwer über 10 cm Durchmesser sieht man sozusagen die Schwellung. Und Grad 4 wäre Nekrose, das ist dann halt Nekrose ist der Zelltod, das Absterben von Gewebe oder exfoliate Dermatitis, also das im Prinzip das Abschuppen von der obersten Hautschicht. Das ist zum Glück hier nicht eingetreten. Man sieht eigentlich fast nichts, also bei der Höchstkonzentration 30 Mikrogramm, da sieht man, dass es zwischen mild und moderat eine Nebenwirkung gab. Also ich persönlich finde 5 bis 10 cm Durchmesser rote Stelle nach einer Spritze schon eine recht hohe Nebenwirkung. Andere empfinden das vielleicht als gar nichts. Ich kenne es in der Regel nicht, dass ich, wenn ich eine Impfung kriege, also in jedem Fall nach der herkömmlichen Technik, dass ich danach so einen riesigen roten Fleck auf dem Arm habe. Also das ist etwas, was wahrscheinlich mit der neuen Technik einhergeht. Ja, schauen wir mal weiter. Nach der zweiten Dosis hier haben prinzipiell mehr Menschen Schmerzen gehabt. Ansonsten der Rest ist relativ gleich geblieben. Wenn man sich die Älteren hier anguckt,
unterscheidet sich das minimal zu den Jüngeren, würde ich sagen. Kommen wir nun zu den systemischen Reaktionen nach der Impfung oder nach dem Placebo. Systemische Reaktionen sind ja noch viel wichtiger. Das sind dann die wirklichen Nebenwirkungen wie Fieber, welches hier unterteilt ist, also Fieber ab 38 Grad, welches dann hier im grauen Bereich bis 40 Grad hochgeht. Dann haben wir Fatigue, das ist die Müdigkeit, die Erschöpfung. Dann haben wir Chills, das ist der Schüttelfrost. Also man sieht auch deutlich, sind recht viele Leute, die hier systemische Nebenwirkungen haben. Sie variieren zwischen den verschiedenen Konzentrationen. Es ist nicht immer so, dass es mit steigender Dosis auch stärker wird. Es hängt auch ein bisschen von der Verträglichkeit der Personengruppe ab. Aber hier deutlich 67%, 50%, 58% haben Müdigkeit, Schüttelfrost, ein Teil davon sogar moderat, also dass es die Aktivität, der täglichen Aktivität sogar stört. Bei der zweiten Dosis ist das sogar stärker. Da kommen wir sogar in den grauen Bereich rein, welches eine tägliche Aktivität sogar verhindert. Da muss man sich dann fragen, sind diese Nebenwirkungen noch verträglich, annehmbar oder nicht? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann gucken wir uns, das ist jetzt bei den Jungen gewesen, wenn es bei den Alten ist es ähnlich, vielleicht ein bisschen weniger, aber im Prinzip sieht man deutlich systemische Nebenwirkungen. Diese Grafik zeigt im Prinzip einen Teil oder beinhaltet die Grafik, die ich euch gerade zuvor gezeigt habe, nur dass man, dass hier noch weitere systemische Nebenwirkungen hinzukommen und auch die höchste Konzentration, nämlich die 100 Mikrogramm, sind auch aufgelistet. Und dieses Bild findet man nicht im Hauptmanuskript. Und das finde ich persönlich nicht in Ordnung, weil hier ist wirklich alles aufgelistet, alle Dosiskonzentrationen und alle systemischen Nebenwirkungen, die Sie analysiert haben. Und das sollte doch kompakt im Hauptmanuskript zu finden sein. Nein, Sie haben nur einen Teil aus dieser Abbildung rausgenommen und haben das ins Hauptmanuskript gemacht. Diese Abbildung hier findet man nur in den Supplements. Und in der Wissenschaft ist es so, dass das Hauptmanuskript hat in der Regel nicht genug Platz für alle Bilder und da werden dann nur die Hauptaussagen publiziert und alle Neben- oder ich sage nicht unwichtigen Ergebnisse, aber welche, die nicht ganz so hohe Priorität genießen, gehen dann raus aus dem Hauptmanuskript ins Supplement. Und wenn ein Leser ganz schnell mal ein Manuskript überfliegen möchte, dann liest er in der Regel nur das Hauptmanuskript. Das Supplement wird gar nicht angefasst. Und diese wichtigen Informationen, finde ich persönlich, gehören nicht in ein Supplement, sondern in ein Hauptmanuskript. Weil hier sind halt noch weitere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Muskelschmerzen, Gelenk- und Gliederschmerzen aufgelistet. Und das ist auch wichtig. Und vor allem, wie ich sagte, auch 100 Mikrogramm. Was auch wichtig ist, weil man sieht hier eindeutig, dass je stärker die Dosis ist, desto häufiger litten die Menschen unter Nebenwirkungen und auch unter stärkeren Nebenwirkungen. Weil jetzt hier kommen nämlich die grauen Bereiche rein. Die grauen Bereiche sind nämlich schon schwerwiegende Nebenwirkungen. Ja? Und was haben wir denn zum Beispiel? Nehmen wir mal hier den hier. 83% haben bei die 100 Mikrogramm Impfdosis der Gruppe B1 geimpft gekriegten, haben Schüttelfrost gehabt und ein Teil davon hatte, wenn man hier unten guckt, wo Schüttelfrost ist hier, schwer heißt, verhindert die tägliche Aktivität. Oder was haben wir denn noch? Zum Glück haben wir jetzt hier nicht so viel Durchfall. Schwer, also Durchfall geht dann hier nach, wie oft am Tag. Und Erbrechen, Übelkeit auch, wie oft am Tag, ein bis zweimal in 24 Stunden wäre dann mild. Moderat wäre dann mehr wie zweimal in 24 Stunden. Ja, es ist schon wichtig, weil das ist ja auch so, diese Menschen, die hier geimpft worden sind, sind ja alle gesund. Und selbst die Gesunden mit einer starken Dosis haben schon schwerwiegende, zumindest hier nach der Einteilung, severe, schwerwiegende Nebenwirkungen in dieser Rubrik. Und es kann ja auch sein, dass Leute, die nicht so fit sind, die ein bisschen ungesünder sind,
halt schon bei einer geringeren Dosis diese Nebenwirkung kriegt. Und deswegen sollte man sie nicht unterm Tisch fallen lassen. So, das ist jetzt, die obere ist jetzt nach der ersten Spritze, die untere nach der zweiten Spritze. Tendenziell würde ich sagen, nach der zweiten Spritze sind die Nebenwirkungen noch ein bisschen stärker, aber sonst unterscheiden sie sich nicht viel. Gehen wir zur nächsten Folie. Das sind dann, ach so, das davor waren also junge Leute und das sind jetzt die älteren Kandidaten. Da sieht das ähnlich aus, würde ich sagen. Könnt ihr euch in Ruhe angucken, müsst einfach mal ein Video anhalten. Dann könnt ihr das alles in Ruhe durchlesen. Bei den Älteren ist nochmal hervorzuheben, hier, das habe ich hier hingegeben, dass eine Dosis von 100 Mikrogramm wurde aufgrund von unbefriedigender Verträglichkeit an der älteren Versuchsgruppe nicht gegeben. Naja, das sagt doch schon einiges aus. So, kommen wir zum zweiten Impfstoff. Das ist BNT162b2. Wieder aufgeteilt in der jüngeren, in der älteren. Und wir fangen an mit den lokalen Reaktionen der Injektionsstelle. Und zwar haben wir Schmerzen, Rötung, Schwellung. Schmerzen haben die relativ, also hohe Prozentzahl gehabt, also gerade bei 30 Mikrogramm, teilweise sogar Level 3. Der Rest ist nicht zu sehen. Bei den älteren Personen das Gleiche. Tendenziell würde ich sagen, zum ersten Impfstoff ist das hier, der zweite Impfstoff, ein bisschen milder. Dann haben wir die systemischen Reaktionen. Auch hier sehen wir sie. Level 1, 2 und 3, gerade bei Erschöpfung, Müdigkeit. Nach der zweiten Dosis noch stärker. Schüttelfrost. Also ich persönlich finde Schüttelfrost schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Also sowas habe ich nicht bei einer herkömmlichen Impfung gehabt, die nach alten Methoden funktioniert. Und bei der älteren Gruppe, die sehen ein bisschen, die Vertragen ist ein bisschen besser, aber auch hier sieht man Nebenwirkung. Und auch hier, das Bild ist der vollständige Komplex aller Nebenwirkungen. Den haben sie auch in den Supplements gepackt, damit man ja nicht sieht, dass es noch andere Nebenwirkungen gibt. Und hier sieht man, da gibt es Durchfall. Übelkeit gibt es auch hier. Ja. Interessant ist auch, dass man auch immer wieder sieht, nicht bei allen Kategorien, aber immer wieder Erschöpfung, Placebo. Ne? Man sieht da auch Leute, die nicht den Impfstoff kriegen, sondern nur Placebo, dass die Kopfschmerzen kriegen, dass sie erschöpft sind. Was haben wir dann hier noch, dass den übel ist? Ja. Zum Placebo komme ich später. Nämlich ein Placebo ist nämlich auch nicht ungefährlich. Und was die gesagt haben im Manuskript, das hatte ich auch am Anfang erwähnt, die stärkste Dosis von 100 Mikrogramm wurde nicht gegeben. Nicht mit dem Impfstoff Nummer 2. Das ist die ältere Gruppe. Sieht ähnlich aus wie die jüngere Gruppe, ein bisschen milder, würde ich sagen. Gut. So, hier ist der SARS-CoV-2-Spike-Protein-spezifischer Antikörper-Binder-Assay abgebildet. Wie ist die Grafik aufgebaut? Auf der linken Seite haben wir die Jungen, auf der rechten Seite die ältere Gruppe. Dann jede Gruppe hat den Impfstoff 1 gekriegt oder den Impfstoff 2. Ebenfalls bei den Älteren entweder der eine oder der anderen Impfstoff. Dann hat die Untergruppen jeweils 10 Mikrogramm, 20 oder 30 Mikrogramm. Für die anderen Gruppen analog. 100 Mikrogramm wurde hier weggelassen im ganzen Manuskript. Wir wissen nicht, wie das aussieht. Dann ist hier unten eine Zeitachse. Und zwar haben wir, ich muss mal hier ändern, Tag 1. Das heißt, es wurde Blut abgenommen am Tag 1, bevor die Spritze kam. Der Pfeil bedeutet, an dem Tag kam die erste Impfdosis. Dann nach 3 Wochen wurde wieder Blut abgenommen und danach gab es die zweite Impfdosis. Und dann am 28. Tag und am 35. Tag wurde wieder Blut abgenommen. Und in diesem Blut, also nach der Impfdosis, sollen ja Antikörper gebildet werden. Und dann wurde der Spike-Binde-Assay gemacht. Das heißt,
Das Signal in dem Binde-Assay ist höher, je mehr Antikörper man hat und auch je spezifischer die Antikörper gegen das Spike-Protein sind. Also es ist immer eine Kombination. Man kann aus dieser Grafik nicht schließen, dass je höher die Balken, desto mehr Antikörper hatte man. Nein, es können auch weniger Antikörper sein, die aber eine sehr hohe Affinität zu dem Antigen haben. Oder man hat sehr viele Antikörper, die haben aber nur eine schwache Affinität zum Antigen. Das heißt, die binden nur sehr schwach. Also das kann man jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt je höher der Balken hier, desto höher gibt es eine Bindung und je besser oder je höher ist die Wirksamkeit des Impfstoffes. Erstmal in vitro im Reagenzglas. Das heißt nicht, dass die Menschen, wenn sie infiziert werden mit dem wirklichen natürlichen Virus, noch das gleiche zeigen. Das dürft ihr nicht verwechseln. Das ist hier alles im Reagenzglas. So, dann gucken wir mal, was ist das Ergebnis? Wir sehen, oder so sehe ich das, ihr könnt mich gerne korrigieren, dass am Anfang, Tag 1, das ist im Prinzip für alle Gruppen gleich, hat man noch keine Bindung gesehen in dem Assay, weil man hat ja noch gar keine Antikörper. Nach 3 Wochen, nach der ersten Spritze, sieht man hier schon, man hat eine gewisse Bindung. Nach der zweiten Spritze sieht man, man hat noch mehr Bindung. Beziehungsweise einfach nur, weil die Zeit weiter fortgeschritten ist. Ich komme nachher nochmal in meiner Kritik auf die Interpretation von den Autoren darauf zurückzusprechen. Was wir sehen ist, dass zwischen Tag 28 und 35 im Prinzip kein Unterschied ist. Also es gibt so eine Art, jedenfalls in diesem Zeitraum, eine Stabilität. Vielleicht werden nicht mehr Antikörper gebildet oder. Und wir sehen, und das ist meine zweite Kritik, worauf ich auch später zu sprechen komme, ist, dass sowohl bei 10 Mikrogramm, bei 20 Mikrogramm und bei 30 Mikrogramm eine gleiche Wirksamkeit zu sehen ist. Und das sieht man bei dem ersten Impfstoff, bei dem zweiten Impfstoff, sowohl bei den Jungen als auch bei den Älteren. Ich sehe keinen Unterschied zwischen 10, 20 und 30 Mikrogramm. Das heißt, eine höhere Dosis hat nicht mehr Wirksamkeit. Gut. So, pro Gruppe, hier ist ja nochmal spezifiziert, das könnt ihr euch im Einzelnen mal angucken, pro Gruppe gab es 12 Personen. Dann pro Gruppe auch 3 daher, die Placebo gekriegt haben, das sind die hier. Da man sieht, die haben keine, also die Binde-Assay ist halt sehr, die haben keine Antikörper, Binde-Assay ist schwach. Dann hat man hier eine Positivkontrolle, das sind HCS, Serum von asymptomatischen Personen, die 14 Tage zuvor positiv auf SARS-CoV-2 mittels qPCR getestet worden sind. Das heißt, die hatten einen positiven Test. Das heißt noch lange nicht, dass sie SARS-CoV-2 hatten, aber sie hatten einen positiven Test und die sind asymptomatisch zum Zeitpunkt, als sie das Blut entnommen hatten. Aber man sieht, es gibt eine gewisse Bindeaktivität zu dem Spike-Protein. Das heißt, diese Leute müssen Antikörper entwickelt haben. Bis auf den einen. Da fragt man sich, ist das wieder ein falsch positiver vom qPCR-Test? Da könnt ihr gerne drüber nachdenken. Abgesehen davon heißt der Test qPCR-Test oder RT-PCR und nicht nur PCR, weil eine reine PCR ist ein bisschen anders. Nochmal zum detaillierten Verständnis. Kommen wir zum nächsten. Dies ist ein zweiter Test, wie man Impfstoffe auf ihre Wirksamkeit testet. Das nennt man 50% Neutralisationstest. Und zwar ist das so, man entnimmt das Blut von einem Probanden, man isoliert das Serum und man macht mit diesem Serum hier eine Verdünnungsreihe. Also eine 1:5 Verdünnung, 1:20, 1:50 zum Beispiel. Und dann zu jedem diesen Gefäßen gibt man dann das Virus hinzu. Ja, das gibt man dann dazu. Und das Virus, die Antikörper kommen ja aus dem Gefäß. Das Virus und die Antikörper bilden dann Komplexe. Und durch diese Komplexbildung wird das Virus neutralisiert. Das Virus kann nicht mehr Zellen infizieren. Und je mehr Antikörper man hat und je stärker die Antikörperbindung, Antikörper-Gen-Antigenbindung ist, desto
mehr wird das Virus neutralisiert. Und das kann man testen, indem man dann diese Komplexe auf einen homogenen Zellrasen plattiert. Und in dem Fall hier im Proband 1, der hat so viele Antikörper, dass im Prinzip fast alle Viren neutralisiert sind. Die Viren sind nicht mehr infektiös, sie können nicht mehr die Zellen angreifen, sie können nicht mehr eindringen und die Zellen gehen nicht kaputt und der homogene Zellrasen bleibt erhalten, die Zellen bleiben am Leben, es entstehen keine Plaques. Dann haben wir zum Beispiel einen Proband 2, der hat aber nur ganz wenig Antikörper oder die sind nicht so gut und deswegen werden nicht alle Viren neutralisiert oder nur teilweise neutralisiert. Die sind immer noch infektiös. Und dann kann man sie auch hier auf den homogenen Zellrasen, der sah ja vorher so aus wie hier, geben. Und dann können die Viren, die noch teilweise infektiös sind, die Zellen angreifen, die Zellen sterben ab. Und da, wo die Zellen abgestorben sind, kann man durchgucken. Das ist so ein Loch, was entsteht. Mit dem Auge kann man das sehen. Und das nennt man Plaques. Deswegen nennt man das auch teilweise Neutralisationstest, Plaque-Test. Und dann nimmt man die höchste Verdünnung, wo noch 50% der Zellen am Leben sind. Das heißt, je höher die Verdünnung ist, desto besser ist das Serum, desto wirksamer ist der Impfstoff. So, das ist das Ergebnis des Tests. Der Aufbau ist genauso wie in dem Bild davor, was ich euch gezeigt habe. Hier haben wir die beiden Impfdosis 1 und Impfdosis 2. Wir haben wieder die verschiedenen Altersstufen, wir haben wieder verschiedene Impfstoffe, wir haben wieder die verschiedenen Konzentrationen. Dann haben wir hier im Prinzip der Titer, das ist, ja, das kann man umrechnen. Im Prinzip die Verdünnungsstufe kann man dann in den Neutralisationstiter umrechnen. In der Legende steht nicht, was das für Zahlen sind, aber letztendlich das Bild ist so zu interpretieren, je höher der Balken ist, desto effizienter ist das Serum gewesen, die Viren zu neutralisieren. Und auch hier sieht man, dass es zur Stabilität kommt zwischen dem 28. und dem 35. Tag. Da gibt es keinen weiteren Anstieg mehr. Jo. Was wir auch hier sehen, finde ich, man sieht keine Unterschiede oder nur minimale zwischen den verschiedenen Konzentrationen. Das ist hier ein bisschen tiefer, aber auch hier. Ob ich nun 20, 10, 20 oder 30 Mikrogramm nehme, ich sehe hier keinen Unterschied in der Wirksamkeit, genauso wie beim Test davor. Das ist genau der gleiche Test, nur nicht, dass 50% der Effizienz nachgewiesen werden muss, sondern 90%. Deswegen gehen die Zahlen hier ein bisschen runter im Vergleich zu den 50%, aber das Ergebnis ist im Grunde das gleiche. Könnt ihr euch alles in Ruhe angucken, wenn ihr mein Video stoppt. Ja, das ist hier sehr interessant. Das ist die Anzahl der Lymphozyten nach der Impfung mit dem ersten Impfstoff B1. Und zwar, was sieht man hier? Hier ist abgebildet die Anzahl der Lymphozyten. Also je höher der Balken geht, desto mehr Lymphozyten hat man. Lymphozyten sind ein Teil der weißen Blutkörperchen. Das sind in erster Linie die B-Zellen, die T-Zellen, die NK-Zellen. Das sind alle Zellen, die wir brauchen, um eine gute Immunabwehr zu machen, eine zelluläre Immunabwehr. Und die sollte möglichst oben bleiben und nicht in den Keller rauschen, so wie man das sieht hier. Weil das persönlich finde ich, kann gefährlich werden. Weil wenn, also gehen wir mal kurz durch. Wenn wir nur den Placebo haben und nicht den Impfstoff, dann haben wir eine gewisse Menge an Lymphozyten im Blut. Und diese Lymphozyten, das ist die Baseline, das ist bevor wir irgendeine Spritze kriegen. Die hat eine gewisse Höhe. Und dann hat man die Placebo-Spitze gekriegt und die Baseline, die bleibt konstant. Über die gesamte Zeit, einmal Tag 1 bis 3 nach der ersten, eine Woche nach der ersten Spritze, dann kam die zweite Dosis, also und dann kam eine Woche nach der zweiten Dosis. Also eine Woche nach der zweiten Dosis wäre dann Tag 28 im Prinzip. Ne? So, Placebo bleibt gleich. Jetzt hole ich das mal hier alles wieder raus. So, und was sehen wir jetzt?
Dann haben wir verschiedene Mikrogramms gekriegt. 10, 20, 30 und sogar 100 haben sie dieses Mal, haben sie 100 mit in die Grafik genommen. Und man sieht, das war vor der Spritze und das war nach der Spritze. Und das ist wieder eine Woche nach der Spritze. Das heißt, wir haben hier einen Mega-Abfall, der sich dann wieder stabilisiert. Aber, liebe Leute, und das ist auch eine Kritik, die ich später nochmal ansprechen werde, ihr kriegt die Spritze und dann kriegt ihr dummerweise von der Freundin oder von irgendjemandem ein Bakterium ab oder ein Virus, ein anderes Virus, wurscht, irgendetwas. Und dann habt ihr aber ganz, also ich sage jetzt nicht weniger, aber ihr habt definitiv weniger Lymphozyten als vorher. Das heißt, ihr seid in dieser Phase extrem anfällig für weitere Krankheiten. Und das kann richtig zu Komplikationen führen. Es stabilisiert sich zwar nach einer Woche, aber wie gesagt, das ist von hier bis hier, wenn ich jetzt sehe, von Tag 1 bis 3, Tag 6 bis 8, da sind 7 Tage dazwischen. Da kann einiges passieren. Ne? Und das ist etwas, was man nicht haben möchte. Das ist für mich auch eine Nebenwirkung. Ja, das Gleiche sieht man auch bei den Älteren. Die haben zwar nicht die höchste Dosis von 100 Mikrogramm gekriegt, aber also bei dem Impfstoff, den ersten, B1, fallen die Lymphozyten sofort runter und stabilisieren sich erst nach einer Woche. Bei dem Impfstoff 2 ist es nicht so dramatisch. Sie fallen auch, aber nicht so schlimm wie beim Impfstoff 1. Ja. Ansonsten kann man grundsätzlich sagen, dass der English Spread, die Verteilung der Werte von hier bis hier, also das ist schon eine große Schwankung innerhalb der Gruppe. Das ist nicht so schön. Also gerade hier, dass diese Fehlerbalken, die sind ja enorm. Ja, das ist dem zu schulden, dass das halt auch nur wenige Menschen sind, das ist ja pro Gruppe 12 Leute. Aber mit solchen Fehlerbalken kann man natürlich auch nicht so viel aussagen. Kommen wir nun zu der Zusammenfassung dieser Studie. Unter Punkt 1 kann man sagen, die Höhe der Impfdosis entscheidet über die Ausprägung und der lokalen und systemischen Nebenwirkungen. Also generell habe ich gesehen, dass je höher die Impfdosis ist, desto mehr und stärker waren die Nebenwirkungen. Ein Grund, eine möglichst kleine Impfdosis zu verabreichen, wenn überhaupt. So, dann sagen Sie, nach der zweiten Impfdosis waren die Nebenwirkungen stärker. Das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, das war aber nur bei dem ersten Impfstoff der Fall. So, dann haben Sie im Text noch geschrieben, dass die Nebenwirkungen waren am zweiten Tag nach der Spritze am stärksten und waren nach 7 Tagen verschwunden. Gut, die Leute haben nicht so ein elektronisches Tagebuch geführt, wie sie sich immer fühlen etc. Und dann dadurch kam dieses Ergebnis zustande. Das habe ich schon angesprochen, der zweite Punkt, dass der zweite Impfstoff, der sieht so aus, als löst er teilweise mildere systemische Nebenwirkungen aus als der erste Impfstoff. Ist potenziell jetzt erstmal besser. Insbesondere gab es starke systemische Nebenwirkungen des zweiten Impfstoffes bei den jüngeren Personen. Die Älteren haben es wohl besser verkraftet. Wahrscheinlich hat das Immunsystem nicht so stark darauf reagiert wie bei den Jungen, wo das Immunsystem grundsätzlich auch aktiver und besser noch ist. Und dann kommt ja ein Punkt, da war ich ja, naja, bin ich ein bisschen sprachlos, weil sowas kenne ich nach Impfung auch nicht. Da steht nämlich im Text bei denen, der Gebrauch von fiebersenkenden und schmerzstillenden Medikamente stieg mit ansteigender Impfdosis und zunehmender Anzahl der Impfdosen an. Das heißt, alles, was wir gesehen haben, war bei vielen Personen anscheinend auch unter dem Einfluss von fiebersenkenden und schmerzstillenden Medikamenten. Das muss man sich mal reinziehen, dass man so eine Medikamente braucht nach einer Impfung. Kenne ich persönlich nicht. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen. So, insgesamt brauchten die Personen vom zweiten Impfstoff weniger Medikamente, welches auch für den zweiten Impfstoff eher spricht. So, dann haben sie weiter in der Studie beschrieben, und das ist ja auch, dürft ihr ja auch nicht falsch verstehen, die Studie ist ja noch gar nicht eigentlich zu Ende, ne? Die geht ja eigentlich
Die sollte eigentlich 2 Jahre gehen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch weitergeht, weil ja jetzt die klinische Stufe 3 ja schon auf dem Markt ist. Ich vermute schon, dass die parallel weiter mitlaufen lassen. So, da ist es, da haben die geschrieben unter Punkt 5, einen Monat nach der zweiten und letzten Impfung, also einen Monat nach dem ganzen Tara mit 30 Mikrogramm vom ersten Impfstoff, wurden bei der Hälfte der Probanden, also 50% der Probanden in der jüngeren Gruppe und 17% der Probanden der älteren Gruppe, immer noch Nebenwirkungen vorgefunden, die in Bezug zu der Impfung stehen. Ja, ist interessant. Frage mich, wann die Nebenwirkungen aufhören werden. Dann Punkt 6. Einen Monat nach der zweiten letzten Impfung mit 30 Mikrogramm des zweiten Impfstoffs, so das war der erste, des zweiten Impfstoffs, der zweite, der ja ein bisschen besser sein soll, wurden immerhin noch bei einem Viertel der Probanden in der jüngeren Gruppe immer noch Nebenwirkungen vorgefunden, die in Bezug zu der Impfung stehen. Bei der älteren war das nicht der Fall. Das heißt, der Impfstoff 2 war definitiv besser, aber auch hier einen Monat nach dem ganzen Tara immer noch Nebenwirkungen bei einem Viertel der Probanden. Und interessant auch hier, bei der Placebo-Gruppe waren es 8% bei den Jüngeren, die auch einen Monat nach noch nach dem Tara die Nebenwirkungen hatten. Ja, Placebo. Was ist ein Placebo? Da komme ich drauf zu sprechen. Ich höre ja von vielen aus meiner Umgebung, aha, Placebo, wenn hast ja Glück, ist ja nicht so schlimm, wird dir ein bisschen Wasser oder Kochsalzlösung, also physiologische Kochsalzlösung gespritzt, hast ja Schwein. Nee, Leute. Placebo, das ist was anderes. Also in dieser Studie erstens beschreiben sie gar nicht, aus was dieses Placebo besteht. Aber in der Wissenschaft ist es immer so, dass das Placebo ist absolut identisch zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen Inhalt der Spritze, bis auf einen Faktor, nämlich der Faktor, der das auslösen soll, was man später sehen möchte. Das heißt, das Placebo müsste, und ich glaube, die haben das sicherlich auch so gemacht, weil sonst würde ich auch nicht die Nebenwirkungen sehen. Das Placebo in dieser Studie wird auch sein, dieses Nanopartikel aus Lipide und alles, was sie da reingekippt haben, was die auch nicht verraten, an vielleicht Adjuvantien oder anderen Proteinen oder sowas und Immunverstärker, sie sagen ja nichts. Und das wird dir alles gespritzt als Placebo. Das Einzige, was nicht drin ist, ist die RNA. Und wenn sie ganz eine richtig tolle Kontrolle haben wollen, dann machen wir das in der Wissenschaft so, dass wir auch eine RNA reinpacken, die genauso lang ist und aus den gleichen Nukleinbausteinen bestehen, nur in einem random order, also das heißt in einer zufälligen Sequenz, einer zufälligen Aufeinanderfolge, welches kein Protein erschaffen kann, sondern eine nichts. Also ein unfunktionales Protein im Prinzip. Es wird etwas, entweder wird gar nichts erschaffen oder es wird etwas erschaffen, was keine Funktion hat. Das wäre das perfekte Placebo. Ja, also ihr müsst euch das vielleicht so vorstellen. Also ihr wollt vielleicht wissen, ob Zucker in einem Kuchen gut schmeckt. Ja, oder ob das positive Auswirkungen auf euch hat. So, dann backt ihr einmal den Kuchen mit Zucker. Komplett Eier, Mehl, Butter, alles, was da reingehört. Mit Zucker und dann macht ihr einen Kuchen genauso, nur ihr lasst den Zucker weg. Und das ist der Placebo. Ihr macht alles genauso, nur ihr lasst den Zucker weg, weil der Zucker soll ja die Wirkung machen. Und hier in dem Fall hat die RNA die Wirkung, das heißt, die machen alles rein, die ganzen Lipide, alles kommt in deinen Körper als Placebo rein, nur die RNA ist nicht da. Deswegen sehen wir auch bei einem Placebo Nebenwirkungen. Und deswegen ist ein Placebo auch nicht ungefährlich und schon gar nicht bei dieser neuartigen Technik, wo wir keinerlei Erfahrung haben, wie es mit der Nanotechnologie auf sich hat. So, weitere Ergebnisse der Studie. Sind wir jetzt hier Punkt 8. Die Wirksamkeit der beiden Impfstoffe auf serologischer Basis waren vergleichbar. Ja, das habe ich euch gezeigt. Die unterscheiden sich in erster Linie eigentlich nur in den Nebenwirkungen. Und Punkt 9, der Antigen-Antikörper-Bindungstest und der Virusneutralisationstest haben gezeigt, dass bei beiden Gruppen, jung wie auch alt, mit 10 Mikrogramm und 30 Mikrogramm Impfstoffmenge eine zweite Impfdosis verstärkend gewirkt hat. Und das ist eine Falschinterpretation, ganz klar. Das kann man nicht sagen nach ihrem Versuchsaufbau. Ich kann jetzt leider nicht zurückgehen, weil in den Slides, weil das ja ein Video ist, aber ich werde euch das mal kurz erklären. Also man muss dann den Versuch ganz anders aufbauen, um diese Aussage zu treffen. Also was ihr gesehen habt, ist ja Tag 1,
Tag 8, 21, 28, 35. So, Tag 1 ist von der Vorderspritze, da gab es keine Reaktion, keine Wirkung. So, dann kam die Spritze und dann haben wir eine Wirkung, zum Beispiel produzieren Antikörper. Und dann kam die zweite Spritze und dann kam die Wirkung und die war höher. Und dann nach 35 war die genauso hoch, wo ich gesagt habe, da gibt es keinen Unterschied mehr. So, und aus diesem Bild, das ist ja vorne gezeigt, sagen Sie, die zweite Impfdosis hat hier nochmal einen Boost gemacht. Ja, da ist so ein Delta-Unterschied von hier bis da. Ne? So, das kann man dann nicht sagen. Leute, da muss man einen Versuch machen. Tag 1, 22, 28, 35. So, Tag 1, da ist nichts. Dann kommt die erste Spritze. Und dann haben wir das hier. Das ist hier auf dieser Höhe. Ups, bisschen schräg gemalt. So, und dann kommt das Interessante, ob die zweite Spritze was macht oder nicht. Es kann sein, es ist ein bisschen weniger. Es kann sein, es ist vielleicht ein bisschen mehr. Es kann sein, dass es genauso hoch ist wie hier oben. Ja? Und dieses Delta, das muss unterschiedlich sein. Oder hier, das Ganze. Wenn es genauso hoch ist, dieser Fall, wie hier, dann hat die zweite Spritze gar nichts gemacht. Wenn es niedriger liegt, dann hat die zweite Spritze was gemacht, weil dann hat die Spritze hier nochmal das Ganze angehoben. Ja? Und deswegen ist es eine absolute Falschinterpretation, das zu behaupten. Und da kann jeder für sich entscheiden, warum sie das behaupten. Zweite Impfdose ist auch doppeltes Profit, kann nicht mal einfach so praktisch mitdenken. Oder einfach auch, naja, Impfungen waren immer zwei Dosen. Ja, Leute, das ist eine neue Technik. Brauchen wir da zwei Dosen? Wissen wir doch gar nicht. Vielleicht reicht eine Dosis. Denkt mal drüber nach. So, und dann kommt der letzte Punkt, Nummer 10. Das ist der Teil, das habe ich jetzt hier reinkopiert, das ist der Originaltext aus dem Paper, wo sie beschreiben, warum sie sich für Impfstoff 2 und 30 Mikrogramm entscheiden. Also, the data presented here include those that guided our decision to advance B2 at the 30 Mikrogramm Dose Level to the Phase 2-3. Ja, also den zweiten Impfstoff. Ups, das war jetzt vielleicht nicht in Rot. So, die wollen den zweiten Impfstoff in der Dosis von 30 Mikrogramm nehmen. Für weitere Probanden 18 bis 85 Jahren. Und dann weiter sagen sie, the primary consideration, also warum sie zu diesem Schluss gekommen sind, waren einmal, weil es weniger systemische Nebenwirkungen hat. Das habe ich auch so gesehen. Besonders in älteren Leuten sagen sie. Und weil es eine ähnliche Antwort in der Immunabwehr auslöst wie der erste. Also im Prinzip, beide Impfstoffe haben die gleiche Wirkung, aber der zweite hat weniger Nebenwirkung. Deswegen nehmen sie sie. So, womit ich nicht einverstanden bin, ist nach wie vor hier, warum zwei Dosen? Definitiv nicht. Und warum 30 Mikrogramm? Ich habe euch ja davor schon gezeigt in den Bildern, dass da gab es ja 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm und 30 Mikrogramm. Und in diesen Wirkungen waren die alle identisch. Ja, die waren alle identisch. Warum nehme ich dann die höchste Konzentration, die am meisten Nebenwirkungen hat, wenn die gleiche positive Wirkung von Immunität zeigt, aber weniger Nebenwirkungen, dann nehme ich doch die Dosis. Und ganz ehrlich, ich weiß doch gar nicht, wie es bei noch niedrigen Konzentrationen aussieht. Wie ist es denn bei 5 Mikrogramm, bei 1 Mikrogramm? Vielleicht brauche ich ja sogar nur im Nanogrammbereich, also ein Tausendstel vom Mikrogramm. Das ist doch eine ganz neue Technik. Da kann man doch noch runtergehen in der Konzentration. Vielleicht hat man dann irgendwann eine Konzentration erreicht, wo man die gleiche positive Immunantwort sieht, aber gar keine Nebenwirkung mehr. Das ist doch überhaupt komplett nicht ausgereift, diese Studie. Und mit dieser Sache sind sie schon reingegangen in die Klinik 3. Ja? Also sowas, wenn ich als Wissenschaftler
Oder wenn grundsätzlich Wissenschaftler Mausversuche machen müssen, wir müssen auch Tierversuchsanträge schreiben. Und dann müssen wir ganz genau begründen, warum wir diese Dosis in dieses Tier spritzen. Ne? Und wir kriegen diesen Tierversuchsantrag niemals durch, wenn wir auch im Vorversuch gezeigt haben, dass 10 Mikrogramm die gleiche Wirkung hat wie 30 Mikrogramm. Da kriegen wir sie niemals durch. Aber bei Menschen ist das in Ordnung. Ein ganz großer Kritikpunkt, den ich hier habe. Da komme ich dann jetzt zu der Kritik. Punkt 1. Kein Gebrauch von statistischen Kennzahlen. Given the small number of participants in each group, the trial was not powered for formal statistical comparisons between those levels or between age groups. Nee, das ist einfach nur eine Ausrede. Pro Gruppe gab es 12 Leuten, da kann man schon einen statistischen Test drauf machen. Und das sollte man auch machen. Denn anhand eines statistischen Tests wäre nämlich herausgekommen, wenn sie das nämlich gemacht hätten zwischen 10 Mikrogramm, 20 Mikrogramm und 30 Mikrogramm, dass die Wirkung nämlich zwischen allen drei Dosis nämlich identisch ist. Und dieses wollten sie anscheinend nicht statistisch bewiesen haben. Weil dann jetzt können sie sagen, ja, ein Test können wir ja, der hat ja gar keine Aussagekraft, weil Gruppe ist so klein, wir machen jetzt einfach mal Pi mal Daumen 30 Mikrogramm. Das ist einfach nur eine Entscheidung ohne wissenschaftliche Basis. Sorry. Weil der Test hätte definitiv gezeigt, so wie ich die Graphen sehe und ich habe viel Erfahrung da drin und wie die Variation innerhalb der Balken ist, wäre ganz sicher herausgekommen, dass es keinen Unterschied gibt, ob du 10 Mikrogramm oder 30 Mikrogramm, die Immunantwort wäre die gleiche gewesen. Und dann ist es nicht mehr vertretbar, dass man die höhere Dosis nimmt und nicht die kleinere Dosis. Also für mich ist das eine offensichtlich bewusst weggelassene Information. So, dann habe ich ja noch angesprochen, was ist noch mit geringen Impfdosen? Die können natürlich auch in den Nanogrammbereich gehen oder ja, könnte doch sein, dass die Wirkung die gleiche ist. Ja, also eine neue Technik wird in die Menschen injiziert, aber die Menge ist in keinster Weise auch nur nicht annähernd gut analysiert. So, dann der Punkt, der Impfstoff Nummer 2 wurde als zweifache Impfdosis nicht in dieser Studie getestet. Aber wir wissen ja von den Nachrichten, dass die nämlich zweimal 30 Mikrogramm spritzen. Warum machen sie zweimal? Ich habe euch im Slide davor gesagt, sie wurde nicht analysiert, dass die zweite Dosis überhaupt irgendeinen positiven Effekt hat. Hätte man vorher machen müssen, meiner Meinung. Dann Punkt 3. Laut des genehmigten Versuchsantrags, also da ist ein Protokoll und das habe ich durchgearbeitet, da sind über 300 Seiten. Ja, da gehört zu dieser Studie Weiteruntersuchungen. Diese Weiteruntersuchungen nennt man immer Follow-up-Visits. Also man muss einfach die Leute mit der Zeit noch begleiten. Ne? Es können ja die Nebenwirkungen und es können ja auch noch ganz andere Begleiterscheinungen kommen, die gar nicht in der ersten Monat auftreten, sondern erst viel später. Und in diesem Follow-up-Visit werden nämlich weitere Blutabnahmen gemacht. Und zwar soll es nämlich noch einen Monat nach der letzten Impfdosis sein, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und nach 24 Monaten. Das ist alles noch nicht gemacht. Also haben wir noch gar keine Daten. Wir wissen gar nicht, was sind die schwerwiegenden, könnten schwerwiegende Nebenwirkungen später noch eintreten. Das wissen wir gar nicht. Und normalerweise wartet man ja erst diese 2 Jahre ab und dann geht man erst in Klinik 2. Ne? So. Punkt 4. Das habe ich schon auch gesagt. Im Hauptmanuskript sind die Wirkungen auf die Immunität und die Nebenwirkungen auf die Injektionsstelle dokumentiert. Die interessanten und wichtigen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auch Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, die werden nur in den Supplements dokumentiert. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wenn, dann sollte man auch so nett sein und alles ins Hauptmanuskript packen und nicht, ah, das Schlechte packen wir mal woanders hin, damit sie es ja nicht sehen oder, ne? Also, ich finde, das ist schon, naja, grenzwertig. Punkt 5. Es gibt keinerlei Informationen über die Zusammensetzung der Nanopartikel und auch gegebenenfalls der zugefügten Adjuvantien. Also Adjuvantien wisst ihr ja, das sind ja irgendwelche Substanzen, die Immunantwort steigern, welche auch stark umstritten sind. Klar, Firmengeheimnis, aber ich finde es nicht in Ordnung. Es geht ja schließlich um die Gesundheit der Menschen. So. Da komme ich dann jetzt auf die Technik dieser Impfung zu sprechen. Da werde ich mal kurz ausholen, was es gibt. Also es gibt ja die passive Immunisierung. Das ist, wenn Antikörper transferiert werden. Also jemand hat schon Antikörper gegen ein Virus oder ein Bakterium entwickelt, dann wird aus ihm
das Blut entnommen, dann das Serum und dann werden mir sozusagen, wird mir das Serum mit seinen Antikörpern gespritzt. So habe ich dann auch die Antikörper von der anderen Person. Das ist eine passive Immunisierung. Das passiert in erster Linie, wenn ich nicht geimpft worden bin vorher, aber jetzt schwer erkrankt worden bin und mein Immunsystem startet nicht gleich durch, dann kann ich somit durch die Antikörper einer anderen Person mein Immunsystem sozusagen ein bisschen pushen. Aber in der Regel kriegen wir die aktive Immunisierung. Da gibt es einmal die Lebendimpfung. Das sind abgeschwächte Krankheitserreger, die keine Krankheit mehr auslösen. Es kann die Totimpfung sein, also schon richtige abgetötete Vollkrankheitserreger. Oder es gibt einfach nur Teile der Krankheitserreger, die gespritzt werden, also Peptide, Proteine, Toxine. Und das hier alles, was ich jetzt gelb markiert ist, das ist das, was jetzt in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Das sind alles, also gerade jetzt hier die aktive Immunisierung, das sind alles Methoden, da wird was injiziert, dann greift das Immunsystem und danach ist das, was mir injiziert worden ist, weg. Es ist nicht mehr im Körper da, weil es neutralisiert worden ist oder komplett abgebaut. So, und jetzt kommt die neue Technik. Das ist das hier. Da gibt es einmal die RNA-Impfstoffe und die DNA-Impfstoffe. Und was wir haben hier, ist das RNA-Impfstoff. Und das habe ich auch schon, also die RNA- und die DNA-Impfstoffe, die kodieren ja nur für die Proteine und Peptide oder Toxine. Das ist ja die Information, die das hier oben produziert. Und das muss ja erst produziert werden in der Zelle. Hier geht man direkt mit dem Antigen rein in den Körper und dann dann kommt es ins Blut und dann trifft es auf die Immunzellen und dann ist alles top. Dann gibt es eine Immunantwort und dann werden sie eliminiert. Aber die RNA- und DNA-Stoffe müssen erst in die Zelle rein. Und das ist das Problem. Denn die Zelle nimmt nicht einfach RNA oder DNA auf. Dafür gibt es Methoden, wie sie reingehen. Da muss man sie zwingen, die Sachen aufzunehmen. Und nur wenn sie aufgenommen werden, können sie diese Proteine herstellen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sie aufnehmen kann. Das ist in der Forschung ist das altes Geschäft, das ist Routine. Das machen wir in der Zellkultur tagtäglich. Man macht es, entweder kann man die RNA und DNA über Viren in die Zelle bringen, man kann die über Elektroporation machen, damit kriegt die Zelle einen Stromschlag, dadurch entsteht kurzzeitig Löcher in der Zelle, sodass die RNA und DNA reinkommen. Man kann es durch eine Pipette über Mikroinjektion in die Zelle direkt einimpfen oder man macht es über eine Transfektion, das sind halt Liposomen oder PEG, das ist dann halt Lipid um die DNA oder RNA wird halt eine Lipidhülle gebildet und das ist die Technikprinzip, die BioNTech benutzt. Kommen wir nun auf die Technik zu sprechen, die Lipid-Nanopartikel formulierte Nucleoside-Modified RNA. Was sind denn Nanopartikel? Das ist nichts weiter als ein kleines Partikel, was kleiner ist als 100 Nanometer. Und das kann aus verschiedenen Bestandteilen bestehen, aus synthetischen Polymeren, es kann aus Polylactat bestehen, aus Metallen, Gold, Kupferoxid, Aluminiumoxid. Sie können aber auch aus Fette bestehen. Und diese Fett-Nanopartikel, das ist Standard in der Forschung, das benutzen wir tagtäglich, um DNA oder RNA in Zellen einzuschleusen. Und damit können wir die Proteinexpression in der Zelle modifizieren. Das heißt, wir können Proteine anschalten, wir können sie ausschalten oder wir können sie auf ein bestimmtes Level packen. Und damit können wir gucken, wenn wir das Protein ausschalten, was für einen Defekt hat denn die Zelle und so Rückschlüsse bilden, welche Funktion das Protein hat. Ich habe auch herausgefunden, dass diese Nanopartikel, wo schon seit langem in der Humanmedizin angewendet werden, hier habe ich keine Ahnung, ich bin da kein Experte drin. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass sie Toxine oder immunsupprimierende Medikamente nach einer Transplantation oder einer Krebstherapie, da setzen sie die Nanopartikel ein. Ob das nun auf was für Nebenwirkungen da sind oder ob diese ganze Forschung erfolgreich ist, das weiß ich nicht. Da müsst ihr selber mal googeln. Ich habe herausgefunden, dass die Vorteile dieser Nanopartikel sind, dass es eine gute Verteilung im Körper ist. Klar, man spritzt sie und die werden über das Blut verteilt. Man kann natürlich auch spezifische Organe ansteuern. Da muss man die Nanopartikel aber so verändern, dass man halt zum Beispiel spezielle Proteine einbaut, die dann die Zielzellen erkennen, damit man dann dort
an der Zielzelle oder in dem Zielorgan das Medikament freisetzt, weil das ist ja im Prinzip das Ziel, dass das Medikament nicht oral gegeben wird und dann im ganzen Körper verteilt wird, sondern es soll ja am Ort, wo es wirken soll, ja auch maximal freigesetzt werden. Und dafür entwickeln sie halt zum Beispiel die Nanopartikel. Es soll ein effektiver und stabiler Transport sein. Ja, einfach nur DNA oder RNA ins Blut spritzen hat keinen Effekt, weil es sofort abgebaut wird. Das heißt, es wird eine Nanopartikelhülle drumherum gebaut und das hält es ganz stabil und dann kann man das Ganze erst auch transportieren. Ich habe aber auch Nachteile und nicht wenige gefunden. Da müsst ihr auch einfach mal googeln. Ich werde nur ein paar nennen. Also klar, man kann, die können spezifische Organe ansteuern, aber das kann man ja nicht ausschließen, dass sie auch in andere Geweben eindringen können. Es kann ja auch in sensitive Geweben oder sensitive Zellen sein und die Zellen können dadurch natürlich sterben. Das Gewebe kann eine große machen, also absterben. Ich habe gefunden, dass man beim Nanopartikel über die Nase aufnimmt, Lungenverletzungen verursacht. Das macht man anscheinend jetzt nicht mehr so. Ich habe herausgefunden, dass diese Nanopartikel Blutgefäße blockieren können, weil sie miteinander verklumpen können. Dann Makrophagen können die Nanopartikel aufnehmen und sie zu den sekundären Lymphorganen und sie in den sekundären Lymphorganen halten und oder auch zur Leber transportieren, sodass es zum Zelltod oder Blutgerinnsel kommt. Hört sich auch nicht so prickelnd an. Dann gibt es noch Nebenwirkungen zu den metallischen Nanopartikeln. Die sind grundsätzlich, diese Metalle wie Aluminiumoxid, die haben im Körper einfach nichts zu tun. Ja, und die haben in dem Fall haben sie einen toxischen Effekt auf das angeborene Immunsystem. Es kann halt zu schweren Entzündungen kommen. Das ist eine Ausschüttung massiv von Zytokin und Chemokin. Dann kann es diese metallischen Nanopartikel verursachen auch Genexpressionsveränderungen durch Rezeptormodifikation. Also wenn so Metall an ein Protein kommt, dann kann die Faltung, die 3D-Struktur des Proteins sich verändern. Und damit kann das Protein in seiner Funktion gestört sein. Und natürlich Metalle verursachen Erbgutschädigung. Das ist klar. Ne? Es entstehen freie Radikale, wenn Metalle in die Zelle eindringen. Und diese freien Radikale, die machen Brüche in der DNA. Und das kann zu Krebs entstehen. Es kann auch gleich zum Zelltod kommen. Also alles neues Forschungsfeld mit nicht wirklich, ja, also die Nachteile sind schon auch sehr groß. Da ist noch viel zu machen. So, dann gehen wir zum ersten Wort. Also Lipid-Nanopartikel ist nichts anderes als diese Nanopartikel aus Fetten. Die nennt man dann auch Liposomen. Und diese Liposomen, das ist, also diese Technik an sich auch relativ einfach, weil diese Liposomen, man macht einfach nur so dieses Gemisch aus diesen verschiedenen Fetten und Fettsäuren, sage ich mal. Also das Paper sagt ja auch nicht, was sie einsetzen für diese Liposomen, aber in der Regel bestehen sie halt aus diesen Fetten, Phosphatidylserine, Phosphatidylcholine, Cholesterol etc. Ne? Und die bilden sich selbstständig. Also mach mal einen Öltropfen ins Wasser schmeißen, zack, hat man da so einen Fettöltropfen schwimmen. Also das vermischt sich nicht mit dem Wasser, es bleibt halt als Liposom im Wasser schwimmen. Ne? Und diese Liposomen, die können zusätzlich zu diesen Lipiden auch noch Adjuvantien haben oder andere immunstimulierende Substanzen wie Silizium, Dioxid, Eisen, TLR, Agonist, Zytokine. Ja, alles ist möglich. Ob das alles so gut ist, ich bezweifle es. Es gibt ja schon viele Publikationen, wo sie sagen, Adjuvantien ganz schlimm. Und ja, aber sie können, Liposomen können ganz einfach und leicht in Körperzellen eindringen, weil es ist ja die Hülle ist ja, besteht ja aus Lipide und die Körperzelle besteht ja auch aus Lipide. Die fusionieren einfach miteinander. Ganz einfach. Dadurch können sie aber auch in sensitive Organe und Zellen eindringen, welches wir nicht wollen. Aber man kann sie auch so modifizieren, dass sie auch eher ihr Ziel finden, so wie ich das bei den Nanopartikeln davor gesagt habe, indem man halt bestimmte Proteine einbaut in die Lipidhülle. Na, dann können sie vielleicht auch ihr Ziel finden. Aber soweit, also die Technik ist da noch nicht wirklich so gut und soweit. Ich zeige euch jetzt, wie die Technik funktioniert. Und zwar haben wir hier das Liposom mit der RNA. Dann haben wir hier die Muskelzelle. Diese Schicht besteht ja aus Lipiden.
genauso wie die Oberfläche der Muskelzelle. Das heißt, hier gibt es eine Fusion und das Liposom wird aktiv aufgenommen von der Muskelzelle. Dann wird die äußerste Lipidschicht abgebaut, sodass das Liposom übrig bleibt. Und dann wird das Liposom abgebaut, sodass die RNA übrig bleibt und freigesetzt wird in der Muskelzelle. Jetzt muss ja das Spike-Protein produziert werden. Dafür gibt es bestimmte Bereiche in der Zelle, die nennen sich ER, also endoplasmatisches Reticulum. Dort gibt es so eine Art, also das ER ist die Werkstatt und dort gibt es natürlich Werkzeuge. Das sind zum Beispiel, das sind die Ribosomen. Und die sorgen dafür, dass der Code von der RNA abgelesen wird in das Spike-Protein. Das Spike-Protein wird direkt in das Lumen, also in das Loch oder in die Höhle von dem ER rein synthetisiert. Das ist wichtig, weil das Spike-Protein ist ein Transmembranprotein. Das heißt, es ist integriert in die Membran des ERs und dann wird dieser Raum abgetrennt vom Rest, sodass das Ganze dann zur Zelloberfläche wandern kann. So, dort fusioniert dieser Komplex mit der Zelloberfläche und die Spike-Proteine findet man dann auf der Zelloberfläche von der Muskelzelle wieder. So, und da diese Proteine vorher nicht auf der Muskelzelle waren, sondern jetzt dazugekommen sind, nennt man es auch Genveränderung. Also es ist eine genveränderte Muskelzelle. Ne? So, das ist das eine. Es passieren aber noch andere Dinge, weil wir wollen ja eine Immunantwort haben. Und so einfach ist das nicht. Das heißt, diese freigesetzte RNA, damit passiert noch was Zweites. Und zwar Zellen haben auch so eine Art Sensoren, nennen wir es mal S, die erkennen virale und bakterielle RNA in unseren Körperzellen. Die Sensoren sehen das. Und wenn sie das sehen, wissen sie, irgendwas ist hier falsch in der Zelle und geben ein Signal. Und zwar können auch Muskelzellen, also nicht nur Immunzellen, sondern auch Muskelzellen, können Chemokine und Zytokine produzieren und ausschütten. Also wenn der Sensor die RNA erkennt, dann werden Chemokine und Zytokine ausgeschüttet. Die gehen dann raus aus der Zelle. Und das aktiviert das angeborene Immunsystem. Angeborene Immunsystem. Das angeborene Immunsystem besteht aus Zellen, die im Prinzip wie Staubsauger zu Hause funktionieren. Also die erkennen den Dreck auf dem Boden und wollen sie wegsaugen. Das heißt, in erster Linie sind das Antigen-Presenting Cells, auf Englisch, also APC. Und in dem Fall sind es vor allem Makrophagen und dendritische Zellen. Nennen es mal dendritic cells, dendritische Zellen. Und dann kommt jetzt so eine, diese Makrophagen und dendritischen Zellen, die erkennen hier diese Chemokine und immer der Nase nach wandern die dann zu diesem Herd, wo diese Chemokine sind, hin. Und treffen dann, das ist hier so eine dendritic cell, treffen dann ein,
In dem Bereich des Körpers, wo diese Chemokine und Zytokine freigesetzt worden sind, und gucken da, patrouillieren. Und sie finden, dass hier Liposomen sind. Und diese Liposomen werden dann auch aufgenommen von der Zelle. Passiert genau das gleiche wie in der Muskelzelle, die RNA wird freigesetzt und es werden diese Spike-Proteine gebildet. Aber die dendritische Zelle, die hat jetzt eine Funktion, nämlich die ist dafür verantwortlich, dass das, was aufgenommen wird, wieder zerkleinert wird. Das heißt, sie zerkleinert jetzt wieder die Spike-Proteine in kleine Bruchstücke. Und das passiert im Proteasom. So. Und das ist wichtig, weil diese kleinen Bruchstücke müssen jetzt im Rest des Immunsystems angeboten werden, präsentiert werden. Und das macht es, indem es über einen gewissen Rezeptor, das ist MHC, ich gehe jetzt alles nicht weiter im Detail, das ist wirklich alles ganz grob nur beschrieben. Über MHC wird ein Teil präsentiert und das passiert mit allen anderen Teilen auch. Und diese Antigenpräsentation findet in den Lymphknoten statt. Das heißt, diese Zellen haben sozusagen die Liposomen in den Muskel aufgenommen und wandern dann über das Blut und die Lymphe zurück zu den Lymphknoten. Und hier findet die Aktivierung des adaptiven Immunsystems statt. Was bedeutet das jetzt? Das adaptive Immunsystem besteht aus zwei grobe Gruppen von Zelltypen. Das sind einmal die T-Zellen. Und einmal die B-Zellen. Die B-Zellen, wenn die aktiviert sind, dann wandeln sie sich in Plasmazellen um. Und diese Plasmazellen produzieren jetzt Antikörper. Und zwar spezifische Antikörper, die hier gezeigt worden sind, landen letztendlich, also das ist das Antigen hier oben, und dagegen können die B-Zellen Antikörper produzieren. Und diese Antikörper sind dann, schwimmen dann im Blut und in der Lymphe. Ups, ein bisschen Fett. Und treffen dann irgendwann im Körper auf die Zellen, die dieses Spike-Protein haben. Und dann binden die Antikörper an diesen Spikes. Und damit ist die Muskelzelle markiert. Und zwar markiert für die T-Zellen. Weil die T-Zellen, wenn die aktiviert werden, dann werden sie zu den zytotoxischen C-Zellen. Und diese wandern dann auch hierhin. Und ich male das jetzt hier mal ein bisschen größer. Hier kommt eine große zytotoxische T-Zelle an. Und die besitzt inzwischen einen Rezeptor, der diese markierten Spikes über die Antikörper markierten Spikes erkennt. Und wenn dieser Komplex hier, eine andere Farbe nehmen, wenn dieser Komplex hier stattfindet, ist das ein Signal von einer zytotoxischen T-Zelle, Substanzen auszuschütten,
die auf diese Zelle treffen. Und was dann passiert ist, dass diese Zelle stirbt. So, damit ist nicht nur also die ganze Zelle tot, sondern auch das Antigen, das Spike-Protein, das Virus, das Bakterium da drin, es ist dann alles tot. Also die Muskelzelle muss sterben. Und diese ganzen Substanzen hier, also die Chemokine, Zytokine, die Substanzen, die hier freigesetzt werden, das ist natürlich alles nicht so gesund für den Körper. Deswegen gibt es eine Entzündungsreaktion, eine Infiltrierung von verschiedenen Immunzellen, die weitere Substanzen freisetzen, damit letztendlich ja, die RNA, das Spike-Protein, das Liposom, alles eliminiert wird, was nicht in den Körper gehört. Und da reagiert der eine Mensch leichter und der andere Mensch ein bisschen sensitiver drauf. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wann dieser ganze Prozess zu Ende ist. Der ist erst dann zu Ende, wenn keine Spike-Proteine mehr im Körper sind. Die werden aber regelmäßig nachproduziert durch die RNA. Das heißt, der Prozess ist erst dann zu Ende, wenn es keine RNA mehr in den Körperzellen gibt. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie lange ist denn die RNA in der Zelle vorhanden? Das wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, wie die RNA modifiziert ist. Eine RNA ist normalerweise sehr instabil. Damit sie nicht gleich von Enzymen abgebaut wird, gibt es am Anfang und am Ende der RNA-Sequenz bestimmte Sequenzen, Domänen, wo sie auch Proteine anlagern, sodass Enzyme nicht die RNA abbauen können. Da die RNA-Sequenz des Impfstoffs nicht publiziert ist, kann ich euch auch nicht sagen, wie die Sequenz ist und wie lang die eventuell sich in der Zelle hält. Normalerweise halten sich RNAs in der Zelle abhängig, welche Proteine die kodieren. Das kann von Minuten über Stunden, über Tage, eventuell sogar über Wochen gehen. Wir wissen also letztendlich nicht, wie lange die Immunantwort dauert. Sie ist erst dann zu Ende, wenn nichts Fremdes mehr im Körper ist. So lange werden immer wieder Antikörper produziert gegen das Spike-Protein, damit dieses Spike-Protein neutralisiert wird und von den zytotoxischen Zellen aufgefressen wird. Die zweite Frage bezieht sich auf die Integration der RNA in das Zellgenom. Manche stellen sich die Frage, kann die RNA in die DNA der menschlichen Zelle integriert werden? Da muss ich sagen, ganz klar nein. Die Molekülstruktur einer RNA ist zwar der DNA nicht unähnlich, sie ist aber nicht identisch. Eine DNA besteht aus Desoxyribonukleinsäuren und die RNA aus Ribonukleinsäuren. Ebenfalls besitzt die RNA ein Uracil anstelle von Thymin. Das ist auch der Grund, warum sie weitaus instabiler ist als die DNA. Damit eine RNA in das Zellgenom einer Wirtszelle integriert werden kann, muss im Prinzip die RNA über eine reverse Transkriptase in eine cDNA umgeschrieben werden, also eine Copy-DNA. Und diese Copy-DNA kann dann in das Genom integriert werden. Diese reverse Transkriptase, die Art der reverse Transkriptase, die wir benötigen für diese Umschreibung von RNA in cDNA, dieses Enzym haben wir nicht in unseren Körperzellen, nirgends. Wir haben etwas Ähnliches, aber diese ähnliche Struktur kann das nicht leisten. Sowas können Retroviren leisten, die haben eine reverse Transkriptase, die bringen sie im Prinzip mit, die ist in ihrem RNA-Genom des Virus mitkodiert. Bei dem SARS-CoV-2, die hat keine reverse Transkriptase und auch nicht der Impfstoff. Ein paar Überlegungen zur Toxizität. Grundsätzlich, wenn man Lipide, RNA oder DNA auf Körperzellen schmeißt, sage ich jetzt mal so, dann ist das toxisch für die Zellen. Wir machen das ja im Labor Tag aus, Tag ein. Wir haben halt in der Petrischale einen Rasen von Körperzellen
Und dann wollen wir zum Beispiel die Körperzellen dahingehend verändern, dass wir Proteine an- oder ausschalten. Dafür machen wir auch Liposomen, die entweder RNA oder DNA besitzen. Die müssen wir im Prinzip im Reagenzglas mixen. Dann bilden sich diese Liposomen mit der RNA in der Mitte und dann geben wir das Ganze auf die Körperzellen. Und da müssen wir ganz genau Vortests machen, wie viel Liposom und wie viel RNA und wie viele Lipide die Körperzellen vertragen. Es gibt Zelltypen, die vertragen gar nichts, wie zum Beispiel die Nervenzellen. Und es gibt Zelltypen, die sind relativ robust. Das sind zum Beispiel die Standardzellkulturzellen. Das sind zum Beispiel die HEK293. Das sind humane embryonale Nierenzellen. Oder die CHO, das sind die Chinese Hamster Ovary-Zellen, also Eizellen des chinesischen Hamsters. Und dann testen wir, wie viel können wir denn darauf geben? Also natürlich wollen wir so viel wie möglich drauf geben, damit wir eine gute Wirkung haben, aber wenn es zu viel ist, dann sterben die Zellen einfach ab. Und das sehen wir ganz einfach, und wir geben es drauf und am nächsten Tag sind sie tot. Das heißt, wir haben dann zu viel Lipide oder zu viel RNA aufgegeben. Beides zahlt, wie gesagt, toxisch. Und hier bei dem Impfstoff wissen wir gar nicht, wo die Toxizität liegt. Wir wissen gar nicht, was die Zellen aushalten. Also es wird ja in den Muskel gespritzt, da gibt es halt die Muskelzellen, es gibt aber auch andere Zelltypen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese 30 Mikrogramm, die da gespritzt werden, und das dann auch noch auf zwei Dosen, 2 mal 2 ist 30 Mikrogramm, ziemlich toxisch sind für die Zellen. Also als Erfahrung kann ich sagen, also wenn ich eine in der Zellkulturschale eine Fläche habe von Körperzellen, die ist ungefähr 10 cm im Durchmesser, dann sind 10, 12 Mikrogramm RNA, DNA schon ganz schön viel. Wenn wir mit der Menge darüber hinausgehen, dann sterben sie ab. Und wenn wir die Menge reduzieren, dann sehen die Zellen auch nach dieser Transfektion, wie man es nennt, besser aus. So, jetzt bei dieser Impfung wissen wir nicht, wie die Zellen reagieren. Jedenfalls in dieser Publikation steht nichts drin, dass da schon mal Tests gemacht worden sind. Es wird einfach eine hohe Menge 30 Mikrogramm gespritzt. Deswegen bin ich auch so ein bisschen entsetzt, dass die Klinik 3, die jetzt gerade läuft in der Bevölkerung, mit 30 Mikrogramm gemacht wird und nicht mit einer geringeren Dosis, mit 10 Mikrogramm, weil die Wirkung ist ja identisch, aber die Nebenwirkungen sind sehr viel geringer bei der 10 Mikrogramm Dosis. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Rötung und diese Schwellung aufgrund der Tatsache zustande kommt, dass halt diese Liposomen mit der RNA drinne sehr toxisch auf die Muskelzellen sind. Und dass dadurch die Zellen gleich nach der Spritze, wenn dieses Gemisch reingeht, absterben. Dadurch wird der ganze Zellinhalt abgegeben in das Medium, also in die Umgebung. Dadurch kommt die Schwellung zustande. Damit entsteht eine massive Entzündungsreaktion an dieser Stelle. Das hat zur Folge, dass unheimlich viele Immunzellen dort einwandern. Und das macht dann sozusagen die Rotfärbung, weil halt sozusagen eine stärkere Durchblutung an dieser Stelle ist. Und wenn ich sehe, dass hier als Nebenwirkung das ist und bei 30 Mikrogramm mehr ist als bei einer kleineren Dosis, dann ist das nicht auszuschließen, dass es aufgrund von Toxizität dieser Liposomen und RNA auf die Muskelzellen zurückzuschließen ist. Das ist natürlich fatal, weil wir wollen ja nicht, dass die Zellen sterben, weil der Impfstoffhersteller will natürlich, dass sie am Leben bleiben und die RNA integriert wird und dann die Spike-Proteine bildet. Wenn sie sterben, machen sie es nicht. Aber es ist ja auch zum Zweiten nicht so gesund für den Körper, weil ja diese Muskelzellen sterben. Im Prinzip entstehen ja da so eine in diesen Muskelfasern so eine Mikroverletzung. Und die müssen erstmal ausheilen. Und das wird wahrscheinlich auch wehtun. Also nicht die Ausheilung, sondern dass diese Mikrofaserrisse da sind. Das tut weh, wenn man den Arm bewegen will. So, die Toxizität kann man also verringern, indem man einfach weniger Liposom und weniger RNA einsetzt.
Und bis 10 Mikrogramm haben wir die gleiche Wirkung und deswegen fordere ich eigentlich auch auf, dass die Hersteller auch kleinere Mengen versuchen, weil wir wissen nicht, wie stark wir runtergehen können mit der Menge, um trotzdem noch die gleiche Wirkung zu erhalten. Dann ein zweiter Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, die haben ja die RNA ja so kodiert, dass das volle Spike-Protein integriert wird. Nochmal kurz zur Erinnerung, also dieses RR und dieses Spike-Protein geht ja komplett rein ins ER, um dann zur Zelloberfläche zu gehen und dann fusioniert das vom ER geht es in ein Vesikel über und das fusioniert mit der Zelloberfläche und dann hat man ja die Spike-Proteine hier auf der Zelloberfläche. Und dann kommt ja es zu dieser Antikörperbindung und dann kommen die zytotoxischen Zellen, den Antikörper detektieren und dann stirbt die Zelle ab. So, die Muskelzelle ist tot. Und das Problem ist, dass nämlich das Spike-Protein hier auf der Zelloberfläche sich befindet. Man hätte das Spike-Protein auch so mutieren können, dass es sich nicht mehr auf der Zelloberfläche befindet. Das hätte man folgendermaßen gemacht. Und zwar, man hätte das Spike-Protein synthetisiert sich ja in das Lumen des ERs rein. So, das ist so eine Schlange, die setzt sich fort. Hier wird immer angebaut, neue Aminosäure und dann schiebt sich das hier so durch rein. Und hier wird dann gleich die Faltung gemacht. So, und hier, und das wird so lange reingeschoben, bis eine gewisse Sequenz kommt. Und diese Sequenz besteht in der Regel aus 4 Aminosäuren. Das ist eine Standardsequenz, die dieses ER und die Ribosomen benutzen. Und sobald diese Sequenz erreicht ist und an dieser Membran hier ankommt, dann wird nicht mehr weiter geschoben. Dann ist dieses Schieben in die Richtung unterbunden. Und dann wird hier nur noch der Rest, man sagt, das ist die zytoplasmatische Domäne, gebildet. Das sind dann nur noch ein paar wenige Aminosäuren und dann ist Ende. So, und man hätte diese Sequenz mutieren können, sodass dieses Spike-Protein hier gebildet wird. Es schiebt sich weiter und dann wird es gebildet und es wird nicht gestoppt an dieser Stelle, wo normalerweise diese Mutation ist, weil die Sequenz ist, weil jetzt ist die ja mutiert. Das heißt, das komplette Spike-Protein wird jetzt in das Lumen rein synthetisiert. Und was man dann kriegt, sind dann halt diese Vesikel. Und die formen sich genauso zum Triplex. Dafür braucht man die Membran nicht. Aber die sind hier nicht verankert in der Membran. Hier sind sie verankert. Das Vesikel da ist so verankert an der Stelle. Und hier an der Stelle nicht. Die schwimmen im Lumen. Und dann geht es zur Zelloberfläche. Und dann fusioniert das Vesikel mit der Zelloberfläche. Und was wir dann haben, sind, dass diese Spike-Proteine in der Lymphe schwimmen. Und hier können dann genauso diese Antikörper binden, dann der Rezeptor für eine zytotoxische Zelle. Und dann wird dieser Komplex hier eliminiert, das ist blöde Farbe, eliminiert, abgetötet. Aber die Muskelzelle, die bleibt am Leben. Also so hätte ich es gemacht. Wenn man da schon so viel Mutation reinbringt, dann hätte ich das so gemacht tatsächlich. Weil wir wollen ja nicht, dass die Muskelzellen sterben. Das ist ja wieder mit mehr Entzündung verbunden und ja. Also finde ich nicht besonders schlau. Abgesehen davon würde ich sowieso keine RNA-Impfstoffe herstellen, weil ich das ethisch unvertretbar halte. So, als letztes gehe ich mal noch kurz ein auf die Klinik 3-Daten. Das sind die beiden Dings, wo was überhaupt an Informationen zu finden ist. Ansonsten in den Nachrichten wird ja das immer das gleiche hoch und runter gerattert. Also es ist der Impfstoff 2, es sind zwei Impfdosen und es sind so und so viele Probanden inzwischen. Und wir wissen, dass in dieser Probandengruppe gibt es 42% anderer ethnischer Ethnizität, also es sind
Darunter sind 5% Asiaten, 10% Schwarze, 26% Lateinamerikaner, 1% Ureinwohner Amerikas. Das ist schon wichtig, weil die genetische Vielfalt macht schon auch einen Unterschied, wie wir auf Impfstoffe reagieren und wie das Immunsystem reagiert. Sie sagen, der Impfstoff wurde gut toleriert. Sie sagen, es gab keine ernsten Sicherheitsbedenken, deswegen geht das jetzt auch weiter mit der Produktion. Aber im Nebensatz sagen wir so, außer Schwere Grad 3 Nebenwirkungen, Erschöpfung knapp 4% und Kopfschmerzen 2% Level 3. Also das ist dann schon heftig. Wird wahrscheinlich Migräne sein, weil Level 4 ist Krankenhausaufenthalt, ne, und Notaufnahme. Ja, ob etwas gut toleriert wird oder nicht, ist mir völlig egal, ob die das sagen. Ich will die Daten haben und ich will selber entscheiden. Ja. Und deswegen, ich bin ein mündiger Bürger. Wenn Sie mir sagen, so und so viel Prozent haben in der Grad Schüttelfrost oder Durchfall, dann kann ich sagen, ob das für mich noch gut tolerierbar ist oder nicht. Aber einfach zu sagen und mir sozusagen das Wort in den Mund zu legen, ja, es ist gut tolerierbar, das akzeptiere ich so nicht. Ich will die Daten sehen. So, in der Weltproduktion sind 50 Millionen Impfdosen bis 2020 in Produktion und bis Ende 2021 sollen 1,3 Milliarden Impfdosen hergestellt sein von der Firma. Ja, zur Wirkung sagen sie Folgendes, und das ist jetzt hier abgeschrieben von den Internetseiten von den beiden Firmen. Analysis of the data indicates a vaccine efficiency rate of 95% in participants without prior SARS-CoV-2 infection measured from 28 days after the first dose, 7 days after the second dose. The analysis based on 170 cases of COVID-19, of which 162 cases of COVID-19 were observed in the placebo group, with 8 cases in the BNT2 group. So, sie meinen jetzt damit, in den Gruppen, die vorher nicht SARS-CoV-2 positiv waren, gibt es eine Immunitätsrate von 95%, was ja schon diskutiert wird, dass extrem hoch ist für einen Impfstoff. Und zwar nach 28 Tagen nach der ersten Dosis, beziehungsweise 7 Tagen nach der zweiten Dosis, also nach 2 Dosen von Impfdosen. Und sie begründen diese 95%, dass sie in der Beobachtungszeit, in der kurzen Beobachtungszeit, die sie hatten, 170 Fälle von COVID-19-Patienten hatten, wovon 162 aus der Gruppe der Placebo kamen und 8 nur aus der Gruppe, die geimpft worden sind mit dem Impfstoff 2. Das heißt, bei den 8 hier hat anscheinend der Impfstoff versagt oder irgendwas war mit den Leuten. Und die 162, also 162 von 170, da geben diese 95%, die hatten halt das Placebo. Das hört sich jetzt erstmal so gut an. Aber auch hier habe ich eine Kritik, weil die müssen ja auch die COVID-19-Leute bestätigen. Und da haben sie drei Vorgehensweisen. B und C kann ich nachvollziehen. Das sind entweder die symptomatischen Personen, wobei die Person nur ein einziges Symptom haben muss. So steht es im Protokoll. Also entweder, sobald sie Husten haben, zählen sie schon als symptomatisch oder Schnuppen oder Halskratzen, dann sind sie schon symptomatisch. Ne? Und dann müssen sie noch einen positiven SARS-CoV-2-Antikörpertest haben, der vorher, bevor sie die Studie anfingen, negativ war. Oder sie nehmen gleich die asymptomatischen Personen, aber mit positiven Antikörpertests. Also völlig egal, ob sie eine Symptomatik haben oder nicht. Sobald sie positiv getestet sind für die Antikörper, zählen sie als COVID-19, ob sie krank sind oder nicht. Dann A ist strittig, weil die sagen, die müssen eine akute Lungenerkrankung haben plus einen qPCR-Test. Ja, wir wissen ja alle, dass der qPCR-Test kein Nachweis ist für ein Virus und schon gar nicht für SARS-CoV-2. Das detektiert lediglich ein Stück DNA, was man irgendwann mal bekommen hat. Das kann auch von einem anderen Coronavirus sein, welches noch in uns ist. Ja, also das sehe ich kritisch. Wenn der Test nichts taugt, dann kann die akute Lungenerkrankung auch von einem anderen Virus gekommen sein. Es gibt ja momentan Influenza-Viren und die Rhinoviren insbesondere, aber es gibt noch andere Viren, Parainfluenza und andere Coronaviren, die können auch eine akute Lungenerkrankung auslösen. Es können auch Bakterien sein. Also dieses Krankheitsbild mit dem qPCR-Test für SARS-CoV-2 sehe ich nicht als Positivkontrolle für COVID-19. So, mein Fazit. Das ist die letzte Folie. BioNTech beschreibt nicht, aus welchen Substanzen die Lipid-Nanopartikel aufgebaut sind. Das finde ich ein ganz großes Manko. Wir wissen nicht, in welche Zellen und Organe diese Nanopartikel gehen.
So, was ist eigentlich das Ziel? Das muss man erstmal testen vorher. Das kann man auch testen. Man kann diese Nanopartikel markieren und auch tracken im Körper. Das ist möglich. Dann, wir wissen nicht, ob sie irgendwelche Adjuvantien mit reinmachen. Und wenn ja, welche? Wir wissen, was Metalle ausmachen. Ja, das möchte ich auch wissen. Dann die Stabilität der RNA kennen wir nicht. Wie lange hält sich dann die Genmanipulation? Wir wissen es nicht. Welche unvorhergesehene Nebenwirkungen zusätzlich zu den beschriebenen in dieser Publikation gibt es? Also ich rede da zum Beispiel vom Zytokinstorm, ja, oder von anderen Nebenwirkungen. Das kriegt man erst raus, wenn man die Leute lange beobachtet, über 2 Jahre hinweg. Und die dann, ja, also das wird ja alles abgekürzt hier. Deswegen finde ich das unverantwortlich, davon zu sprechen, dass sie gut toleriert werden und dass es keine ernsthaften Nebenwirkungen gibt, ne? Wie ich das in dem Slide davor gesagt habe. Das sind Sätze aus deren Publikation. In vivo Immunität bisher noch nicht nachgewiesen, ne? Also das sind alles nur In-vitro-Tests. Das sind der Neutralisationstest und diese Antigen-Antikörperbindung. Das sind alles Tests, die man außerhalb des Körpers macht. Wichtig ist jetzt zu wissen, man müsste ja, also bei den Mäusen macht man es so, bei den Menschen weiß ich nicht, ob man es machen darf, das ist schon unethisch, eine geimpfte Person mit Absicht mit dem Virus zu konfrontieren und dann zu gucken, ob die Person krank wird, beziehungsweise zumindest Antikörper bildet. Das wäre In-vivo-Immunität. So, dann die Notwendigkeit einer zweiten Dosis ist nicht nachgewiesen. Die Höhe der Impfdosis ist mangelhaft analysiert. Eine niedrige Impfdosis zeigt die gleiche Wirkung mit weniger negative Nebeneffekte. Warum nehmen wir nicht diese? Klinik 1 wurde nicht zu Ende geführt. Wie gesagt, es fehlen noch 2 Jahre. Klinik 1 bestand nur aus gesunden Probanden. Das müsst ihr auch immer im Hinterkopf behalten. Und hier waren schon für mich gravierende Nebenwirkungen zu sehen. Klinik 2 wurde gar nicht erst gemacht. Ja? Und Klinik 3, ja, da sind sie jetzt dabei. Das sollten 3000 Personen pro Gruppe sein und 3000 pro Gruppe, also 3000 Placebo sozusagen. Ich weiß nicht, wieso auf diese 43.000 noch was kommen. Das ist ja alles noch geheim anscheinend. Der Covid-19-Nachweis finde ich zu ungenau für die Bestimmung der Impfeffizienz. Und ja, also bitte, ich möchte die Publikation sehen und zwar schnell. Und es muss ja auch, da braucht ihr hier nicht die Ausrede haben von wegen, ja, das läuft ja noch 2 Jahre. Ja, es muss auch laufen, selbstverständlich. Aber ihr könnt ja schon mal einen Zwischenbericht machen. Und so wie ihr es mit der Klinik 1 gemacht habt, da habt ihr auch ein Preprint rausgebracht. Ne? Und erst, ich glaube, 2 Monate später kam erst die richtige Veröffentlichung. Aber der Preprint, da steht genau das gleiche drin wie in der richtigen Veröffentlichung. Ich habe beides durchgelesen. Also bitte macht ein Preprint, dass die Wissenschaftler sich das angucken können, dass wir eine Idee haben, was das ist. Gut. So, jetzt seht ihr mich nochmal zum Schluss. Ich halte mich auch kurz, weil das Video hier sehr lang war. Ich hoffe, ihr habt das alles gut verstanden. Ansonsten schreibt unten in den Kommentaren eure Fragen rein. Ja, ich mache gerne weiter. Wenn euch das gefallen hat, schreibt das rein, dass ich auch weitermachen soll. Und ja, als nächstes würde ich dann den Impfstoff von Moderna vorstellen, weil das ist ja das nächste, was in der Pipeline ist. Ja, und ja, ihr könnt mich abonnieren. Dann wisst ihr auch, wann das nächste Video kommt. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann. Bis dann.